Ich dachte mir, als ob er Gehirnschütterung bekommen hat. Weil das zählt man, nur wenn einer nicht aufstehen kann und man K.O. gegangen ist. Aber was ist das, Bruder? Du rutscht aus? Er sagt, eins, zwei. Ja, oder ich bin von meinem eigenen Schläger ausgerutscht. Erzähl mich einfach Ganz ab. ehrlich, ich würde ihn anzeigen. Nee, was da anzeigen geht nicht, aber ich meine, ich würde das unternehmen. Ich würde mit. Wallah, es ist wirklich traurig, Wallah, jetzt ehrlich. Was hat das mit Bitcoin zu tun? Es ist wirklich traurig, Bruder. Mehr als traurig, Alter, Wallah. Wer Ja, hat und ganz ehrlich, an diesem Punkt hätte ich mir einen professionellen Ringrichter gewünscht. Sag ich mir auch mal gerade ehrlich. Wenn ich das jetzt im Nachhinein so angeschaut habe, dann hätte ich mir wirklich einen professionellen Ringrichter gewünscht. Finde ich wirklich schade. Warte, ich versuche Cengiz reinzutun. Sag Cengiz Barayla wartet. Selamun Aleyküm selam. Aleyküm. Wie geht's, Hamid? Hast du Statement gegeben heute? Gestern habe ich schon Statement gemacht, oder? Ach so, ich habe das heute gesehen. Ja, es wurde gesperrt, das Video. Ich habe wieder hier, wieder neu. Isa, du Ehrenmann. Isa, du King. Isa, ich küsse dein Herz. Isa, ich küsse dein schönes Gesicht. Auf jeden Fall, es war auf jeden Fall ein Fehler von der Veranstaltung und nicht von mir. Was meinst du wegen dem Rutschen? Oder das war doch keine Leistung, was ich da zeigen konnte. Ja? Das war doch, Bruder, ich küsse dein Herz. Und hier, dass ich dass dann gestern Arafat live geht und meint hier, oh, außergewöhnliche Leistung von Abu Hamza und dies Ich und habe das. gesagt, ey, Hamid seine Beinarbeit. Das war Fehler, weil er geht nach hinten, er macht Beinarbeit und er rutscht. Hamid, Habibi. Cengiz, hätte ich von dir nicht erwartet. Hätte Opa. ich von dir nicht erwartet. Du zählst Opa. an, 1, 2, 3, obwohl er nicht K.O. geht. Er wurde nicht ausgenockt. Oder ich hab das an dem Tag alles gar nicht realisiert, aber jetzt im Nachhinein habe ich mir das angeguckt, Cengiz, Wallah. Bruder, guck mal, ich will dich kurz was fragen, Bruder. Ja, Ehrlich, frag. ja? Du warst Angesicht zu Angesicht mit mir im Ring. Ja, Ja? ja. Bruder, als ich in den Ring gekommen bin, ja, Ja. ich stand bereit und allererste, was passiert ist, meine Füße rutschen. Und ich habe euch gesagt, bitte wischt den Ring, bitte. Tamam. Bruder, ihr habt ein kleines Handtuch geholt und ihr habt meine Schuhe sauber gemacht. Tamam, hast du recht. Vollkommen hast du, bin ich bei dir? Aber. Weiter? Habe ich sonst was Falsches gemacht noch? Bruder, warte, warte. Ja. Dann, Bruder, egal, ich rutsche erst einmal aus. Los! Warte, Mit warte. Christen! Ich rutsche erst einmal aus, alles gut, Bruder. Ich rutsche zweite Mal auf. Scheiß drauf. Dritte Mal. Oder nach vierte Mal, nach dritte, vierte Mal, ich sage euch, macht doch bitte sauber. Ihr macht eine kleine Stelle sauber. Nachdem er mich nicht mal getroffen hat, sondern ich von meinem eigenen Schläger ausgerutscht bin, hast du mich angezählt. Du hast mich angezählt, Hamid, das ist das ganz Normale, dass er dich anzielt. Nein, Bruder, das ist nicht Ganz normal. normal. Bruder, warte. Es ist nicht normal, wenn du gesehen hast, dass es kein Schlagabtausch war, sondern dass ich von meinen eigenen Füßen abgerutscht bin. Das ist nicht normal, dass man mich dann anzieht. Aber Hamid, am Ende hast du aufgegeben. Ich habe dir gesagt, zieh die Schuhe aus. Bruder, Warum Yasser, hast du die Schuhe nicht ausgezogen? wann hast du mir das gesagt? Warst du im Ring gewesen? Weißt du, wie man unter Adrenalin die Leute gar nicht mehr Aber Hamid, wissen? aber ich verstehe nicht, warum du darüber redest. Halas, du hast verloren. Jeder verliert, Bruder. Ist doch nicht so schlimm, wenn du verlierst. Du verstehst nicht, warum ich darüber rede? Ja, ich verstehe nicht, warum du darüber. Ich meine das Wie ernst. verstehst du, warum ich darüber rede? Du hast verloren, ist doch okay. Was ist daran so schlimm? Alles, ich sag doch, Hamid, ich habe meinst selber du, aufgegeben. Ich habe Hamid, aufgegeben. hast du nicht Warum rede ich darüber? Warum? Weil das eine unprofessionelle Chara ist. Diese Veranstaltung, der Ring und alles andere, jeder Mitarbeiter dort und das komplette sämtliche hier, die komplette sämtliche Veranstaltung, das sage ich euch hier, komplett Müll. Okay. Ja. Hättest du in dem
Hamid, einmal ausgerutscht. Hamid. Hamid, Arafat will live kommen, Hamid. Du bist einmal ausgerutscht, zweite Mal. Warum hast du dich nicht da abgebrochen? Warte kurz. Was? Warum hast du dich gleich am Anfang abgebrochen? Bruder, ich hab geschrien, Arafat. Ich hab mich ignoriert, meine Ecke. Cengiz. Okay. Aber keiner hat was gesagt. Aber ich verstehe dich ja. Bruder, guck mal in deinen Kampf an, ja? Es war, guck mal, man sieht, es war rutschig bei jedem. Bei jedem war es okay. Ist doch egal, aber bei mir war es so, dass ich nicht stehen konnte. Yasin, Hamid, Bruder, darf ich kurz was sagen, bitte? Hamid kam rein, jeder Boxer, jeder Kämpfer hat das Recht zu sagen, es ist rutschig. Und jeder weiß, dass ich den ganzen Abend frage, Yasser, der hat den ganzen Kämpfe gesehen. Ich habe den ganzen Abend den Boden gewischt. Ich war alleine zuständig dafür. Erstens das. Zweitens, ich habe insgesamt 3 Handtücher bekommen für die ganze Veranstaltung. Die Handtücher waren nass. Pass auf, ganz kurz. Siehst du? Ganz kurz, Hamid. Ganz ehrlich, ich nehme keinen in Schutz. Die Veranstaltung, was den Boden antrifft, hat gar kein Dings, hat gar keine Schuld. Weißt du, was das Schuld ist? Guck mal, wenn abends Feuchtigkeit kommt, ne, der Boden wird auch feucht. Will einer kurz raus, weil Arafat will reden und dann kommt ein Gast. Siehst du, wie unprofessionell, Barello, ich geh raus. Kein Problem. Denn jeder hat eine faire Chance verdient. Jeder. Und jetzt sagen mir die Leute, nimm doch an, dass du verloren hast. Aber hatte ich eine Chance zu gewinnen? Hamid, ganz kurz. Ich habe heute im Stream gesagt, die Leute haben gesagt, ich weiß so, guck mal, ganz kurz, danach gehe ich raus, Yasser. Die Leute haben gesagt, oh, guck mal, wie der geflogen ist. Ich habe gesagt, hört mal auf, ihr habt jetzt ein gefundenes Fressen gefunden, damit ihr sagen könnt, oh, guck mal, wie der... Erstens, ich weiß, wie das ist. Ich sage, wir haben Cengiz, du warst fair. Ja. Du warst richtig, als Ringrichter, warst du richtig und keiner kann dir irgendein falsches Wort sagen. Keine Ahnung. Ganz kurz, Hamid, danke schön. Die Veranstaltung kann man falsche Worte sagen. Hamid, das einzige, Bruder, das einzige, was ich dir vorwerfen kann und sage, da du aber keine Erfahrung hast. Cengiz, Arafat wartet die ganze Zeit, er schreibt dir. Könntest du. Letzter Satz sage ich doch. Deine Fußbewegung, ne? Ganz kurz. Wenn du länger Kampfsport gemacht hättest, hättest du ungefähr wissen müssen, wie man so steht. Hast du recht. Aber ich habe keinerlei Erfahrung mit Kampfsport. Jedoch, ich bin so. Seit 6 Wochen und ich bin nicht gekommen, um Schlittschuh zu laufen. Aber Hamid, was du jetzt machst, das ist nicht cool. Warum, Bruder? Nein, das ist... Wallah, ich finde das überhaupt nicht cool von dir. Guck mal, ich habe niemanden was persönlich, aber Bruder, du, wenn du in denselben Umständen das gehabt hättest, jeder hätte so reagiert, jeder will eine feste Chance haben. Ich habe mich schon umsonst vorbereitet, die ganzen Wochen. Ich habe mich umsonst trainiert. Guck mal, jeder hatte denselben Boden. Jeder hatte denselben Boden, aber ich... Wir reden später. Du bist öfter gefallen, weil du gesprungen bist. Arafat rein. Du bist gesprungen. Okay. Du bist gesprungen. Beim Boxen springt man nicht. Hamid, soll ich dir was sagen? Egal, ich bin gesprungen. Aber ich bin nicht K.O. gegangen. Er hat mich nicht getroffen, richtig. Ich hab nichts im Gesicht. Hamid, guck mal, es ist... Wo ist er? Keine Schläge sind bei mir angekommen. Hamid, es ist ein Unterschied, wenn er nach vorne kommt und du wolltest nach hinten mit Beinarbeit. Natürlich rutscht es aus. Man muss ein bisschen sich bewegen, dies und das. Und dann kommt man und man rutscht aus. Junge, ich bin dir ehrlich, ich würde sagen, Kram wird verschoben. Und die sagen einfach, du hast verloren. Wallah, ich dachte mir, was passiert da? Er hat ganz normal verloren. Nein, Bruder, das ist nicht normal. Das ist nicht normal. Los! Sag jetzt, was du sagst! Allah, der sagt, dass das normal ist, subhanallah, das ist nicht normal. Sag jetzt! Assalamu alaikum! Wa alaikum salam! Hamid, sag, was du zu sagen hattest! Bruder, ich hab's gesagt, ihr habt bestimmt den Stream geguckt, ich bin hier am Sagen. Der Ring, Arafat, und du weißt selber, oder du weißt nicht, aber Cengiz war Auge zu Auge mit mir. Und ich bin in den Ring reingekommen und allererste, was passiert ist, ich bin ausgerutscht beim Reinlaufen. Und ich sag zu Cengiz, ich krieg Panik, Bruder. Ich sag zu ihm,
Bitte, Bruder, mach den Ring sauber. Bitte, bitte, bitte. Ich will hier nicht jetzt gleich ausrutschen, Bruder. Dann kommt er auf mich zugelaufen. Erst was passiert, ich will einen Schlag machen, ich rutsche aus. Nur du warst enttäuscht, dass er gesagt hat, ich bin überrascht von Hamza. Halt dein Maul. Und ich habe mich 6-mal wiederholt. Hör zu, ich habe gemacht und getan. Ja, Hamid, dass du ausgerutscht bist, ist ohne Frage, sieht man ja. Du bist öfter ausgerutscht. Bruder, Hamza. Ich will dich auch nicht in Schutz nehmen. Lass mich ausreden. Boxer dich. Aber lass mich kurz ausreden. Du bist ausgerutscht. Okay? Aber verlieren ist auch keine. Nein, Bruder, einer gewinnt, einer verliert. Hätte ich mit fairen Mitteln verloren, mit fairen Mitteln, hätte ich gesagt, rede schon. Aber Bruder, das war alles andere als fair. Hör mir doch mal zu. Alles andere als fair. Weißt du was? Das ist deine Ansicht. Ich kann auch deine Ansicht irgendwo verstehen. Kann ich verstehen. Wenn ich ausrutsche, kann ich verstehen. Vielleicht meine Konzentration ist weggegangen oder nicht. Aber die Verhältnisse waren für beide gleich. Du bist mehr ausgerutscht. Allahu Alam, warum? Man sieht es. Ich habe es ja auch gesehen. Ich habe es mir auch langsam. Weil er arbeitet mehr mit Beinen und so. Er mag Beinarbeit. Ja, warte mal, und dann kommst du live und sagst außergewöhnliche boxerische Fähigkeit von Abu Hamza. Ah, verstehe ich auch nicht. Hat ihn zu Mike Tyson gemacht. Er hat keine Deckung und hat nur mit der rechten Hand. Das ist außergewöhnliche Fähigkeit. Aber Hör mir zu. Willst du jetzt diskutieren oder willst du dich hier rechtfertigen? Hamid, das ich, Ende vom Lied. Ich sag, was Sache ist. Ich sag, was Sache ist. Khalid, ganz ehrlich, ihr wollt jeder. Weißt du was? Salamu alaikum, redet, was immer ihr wollt. Entweder lässt was. Was aber mir nicht gefällt bei dir, Hamid. Ja, bitte. Du erzählst, dass Hamid Limo keine Gelder bezahlt hat. Das ist Hype von dir. Er hat jedem sein Geld gegeben. Bruder, die Leute rufen mich an und erzählen mir das. Ich habe eine Frage an dich. Hast du dein Geld bekommen? Ich habe mein Geld bekommen. Ich sag nur, was mich. Dann hast du dein Hack bekommen. Dann hast du nicht das Recht, über andere zu reden. Ich sag nur das, von wem ich 4 Anrufe bekommen habe. Das ist Hype von dir, weil du hast dein Geld bekommen. Du kannst sagen, jeder bekommt seinen Hack. Erstens. Zweitens, ich weiß selber, dass jeder seinen Hack bekommt. Jeder Einzelne. Ich sage dir ganz ehrlich, Hamid Limo hat 160.000 ausgegeben. Warum lacht er? Was lacht er? Das ist Disrespekt, wenn er so lacht, während du redest. Ist gerade dein Ernst oder warum lachst du? Was? Warum lachst du? Ich sag dir, warum 160.000? Hast du 10.000 Euro kassiert, ja oder nein? Ja. Warte. Hat Hamza 10.000 Euro kassiert? Wir zählen jetzt auf. Sind 20.000. Der Gewinner. Ja. Hat 10.000 Euro. Sind wie viel? 30.000. Ja. Wir reden von 3 Kämpfern erstmal. Wie viele Kämpfer waren da? Rechne weiter. Schäm dich ein bisschen. Wallah, ich meine das ernst. Der Rest hat unter 5 bekommen. Egal, unter 5. Wie viele Leute sind da? 10 mal 5 sind wie viel, wenn du mathematisch gut bist? 50.000. Das sind schon mal 80.000. Der ganze Ring. Soll er die Rechnung zeigen? Bei Allah, er hat 26.000 bezahlt. Wie viel sind das dann? Mathematik ist die ganze Geschichte. Aber weißt du, wie du bist? Hör mal zu. Verliere mit Würde. Okay, du bist ausgerutscht, oh, gut, aber mach nicht, Typ, ich bin nur reingekommen, weil du ihn schlecht machst. Ich sage Respekt an Abu Hamza, aber ich hab nicht mit... Habibi, du kannst sagen, ob du ausgerutscht. Das spielt keine Rolle, ich hab dir gesagt, ich hab's gesehen. Aber tu nicht, den Veranstalter schlecht zu machen, obwohl er so viel Minus gemacht hat, er hat dir dann Hack gegeben. Okay? Bruder, welche Minus? Aber okay, ihr sagt die ganze Zeit Minus, welche Minus? Was hat jetzt, guck mal, ein ich will etwas machen. Verstehen. Und wenn ihr einen Hamza, was interessiert dich das überhaupt? Was hat der kein Kampf? Bei dir redet ja die ganze Zeit Minus. Habt ihr nicht gesagt, ich krieg so und so viel und am Ende habe ich doch nicht bekommen, weil ihr angeblich Minus gegangen seid? Warte. Sag mal erst nicht ihr, du hast 10.000 Euro bekommen. Ja, Limo. Du hast 10.000 Euro bekommen. Und jeder, der die Karte verkauft hat, Barello habe ich dir auch gesagt, und sei ehrlich, wer die Karte über seinen Namen verkauft, kriegt 10% von der Karte verkauft. Laber keinen Scheiß. Es hype von dir. Ich schwöre bei Allah. Bei Allah. Schäm dich. Ich sag's dir nicht. Ich schäme mich nicht. Ich schäme mich nicht dafür. Dafür schäme ich mich nicht. Ich greife keine Person an. Ich rede über eine Veranstaltung. Ich rede nicht über irgendeine Person.
Ich rede über hier die Veranstaltung und diese Veranstaltung, ich kann meine Meinung dazu sagen. Dafür muss ich mich nicht schämen oder sonst irgendwas. Hast du recht. Ich will auch meine Meinung. Hast du recht. Aber wenn du gewonnen hättest du gesagt, beste Veranstaltung. Nein! Hamid! Hätte ich gewonnen, guck mal, das ist der Unterschied. Nein, warte, lass mich aussprechen. Hätte ich gewonnen und ich hätte gesehen, dass er die ganze Zeit ausgerutscht ist, ich hätte selber gesagt, das finde ich richtig unfair. Aber guck mal, ich bin nicht Hamid, guck mal. Ihr könnt aber ich sage dir noch mal. Ich, Alhamdulillah, ich habe einen. Nein, Hamid, ich will dir das sagen. Alhamdulillah. Geht. Ja, ja, Allah weiß nur, ob reiner Herz ist. Wenn du sagst, die Veranstaltung, der Ring war scheiße, weil er rutschig war, das kann ich verstehen. Wallah, ich gebe dir sogar recht. Ja. Wenn ich kämpfe und rutsch 10-mal aus, würde ich sagen, ey, ist scheiße. Ich bin 10-mal ausgerutscht und komme aus meinem Konzept. Also ist aber sag nichts. Okay. Lass mich doch mal ausreden. Nein, das ist ein fairer Kampf. Das lass mich doch mal ausreden. Kampf, ja. Ja, ja, gleichen Boden. Dann nächstes Mal, du kämpfst, du machst unter deinen Schuh Olivenöl und dann ist gut mal. Halt, guck mal. Ihr hattet beide den gleichen Boden. Guck mal, ich kenne mich gut aus dem Boxen. Du hattest zu keiner Sekunde eine Chance. Ja, Sir. Was? Wir reden von verschiedenen Paar Schuhe. Ich sage das sportlich. Okay. Warte. Warum? Weil Abu Hamza konnte boxen. Man sah an dir, du kannst nicht boxen. Er konnte boxen, ja? Ich schwöre, er stand stabil auf dem Boden. Er stand stabil. Ist meine Meinung. Das heißt, ich kann keine Beinarbeit machen, weil der Boden rutschig ist. Das heißt, ich kann nicht boxen. Natürlich kann genau. Ich boxen. Aber ich wusste nicht, dass du Mohammed Ali Klay bist. Ich mache seit 6 Wochen diesen Sport. Okay. Ja, Sir. Hamid, das hat doch damit nichts zu tun. Das ist ein Boxer. Du hast verloren. Das Einzige, was er gemacht hat, war Deckung unten und mit Rechte geschlagen. Das nennst du Boxen? Okay, alles gut. Ja, salli an Nabi Shwai. Hamid, wir reden übers Boxen, das ist eine Sache, und dann reden wir über Hamid Limo. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich habe dir schon mal gesagt, du brauchst nicht schlecht zu machen, wenn der Ring nass war. Hamid, guck mal, ich gebe dir recht, der war nass. Man hat gesehen, dass du ausgerutscht bist. Barello, sei leise. Ich bin unparteiisch. Ich will meine Meinung. Okay, ob du Schlittschuhbahn hattest. Du bist Wallah ausgerutscht, sieht man. Und kann sein, dass du auch aus dem Konzept gekommen bist. Ja. Aber Bruder, bleib doch beim Thema und mach doch nicht den Ring so rum schlecht. Das ist ein Unterschied. Einer hat mich angerufen, hat sein Geld bekommen. Der, was ich merke. Kannst du reden. Das meine ich, Hamid, nur. Verstehst du? Bleib beim Thema, sag, ich bin ausgerutscht. Abu Hamza, Habibi, wenn du ein fairer Gewinner bist, du hast gesehen, ich bin ausgerutscht, gib mir eine Revanche, dass ich mich beweisen kann. Kann ich? Immer erledigt. Du machst mich alles schlecht. Kann ich, meine Reden? Das ist Eid von dir, Hamid. Ich rede. Verstehst du, was ich dir sage? Ich hab verstanden, was du meinst. Aber kann ich reden? Das sind zwei. Ich habe selber schon in die Öffentlichkeit getragen, jeder weiß es. Kann ich reden? Bei Allah, hör mal zu. Öffentlichkeit, weißt du was? Jetzt hau ich mal was in die Öffentlichkeit raus. Ja. Jeder wollte Schwarzgeld haben. Hamid gibt kein Schwarzgeld raus, okay? Das ist der Punkt. Die Steuerfahndung gibt's nicht. Er hat gesagt, ich mache nur mit Rechnung. Und deswegen haben sie rumgeheult, ich krieg nicht mein Geld. Hat er gesagt, schreib eine Rechnung, gib mir eine Kontonummer, dann überweise ich euer Geld. Das ist der Unterschied. Das heißt? Meine Frage, wo du dein Geld bekommen hast, hast du eine Quittung unterschrieben, ja oder nein? Ja, natürlich. Siehst du? Legt er in die Bücher. Und die anderen rufen ihn an, ich möchte mein Geld haben. Ich kann dir keine Rechnung schreiben. Dann hast du Pech gehabt, du lebst hier in Deutschland. Verstehst du, was ich meine? Dann können sie rumheulen, wie sie wollen. Weißt du, man redet immer um den heißen Brei. Er soll als Buhmann da stehen? Wallah. Er hat mehr, sein Schuh von Hamid Limo hat mehr Ehre als die da waren, die über ihn reden. Hamid, das ist mein dich. Ernst. Hamid, da mein dich, Wallah. Nein. Weil er hat doch sein Geld bekommen. Halt deine Klappe, du Idiot. Weil dein Lieb ist nur Fitner. Aber ganz ehrlich, hör auf mit der Scheiße. Hör auf damit. Aber er meint dich, wenn er ihn meint, dann sagt er es ihm ins Gesicht. Rede ich mit ihm. Er hat die Quittung unterschrieben. Punkt. Also meine ich ihn nicht. Hey, Hamid, was hat er gesagt? Das ist die Wahrheit. Man muss mal die Wahrheit aussprechen und nicht immer schlecht reden. Und dann sagst du, wo hat er das Geld ausgegeben? Weißt du was? Meine Frage. Wenn er dir schriftlich gibt, alles zeigt, wo er sein Geld ausgegeben hat, gibst du ihm was davon? Nein, oder?
Hat er sein Wort bei dir gehalten? Ja. Salamu alaikum. Dann sagt Hamid, Arafat, ich sag dir, warum der Ring nass war. Du hast auch recht. Warum lacht Hamid? Hat Wasser über den Kopf gemacht und ist in den Ring gekommen. Stimmt's? Und die haben nicht richtig abgewischt. Aber weißt du, wer dann schuld ist? Wer nicht richtig abwischt? Nicht Hamid ist schuld, sondern der Ringrichter muss dafür sorgen. Punkt. Also Cengiz, soll ich ihn anrufen? Arafat, ich danke dir. Jetzt kommen wir wieder zur Veranstaltung zurück. Was heißt der Ringrichter ist schuld? Ist der Ringrichter ein professioneller Ringrichter gewesen? Nein. Aber Bruder, ich seid doch auch keine Profikämpfer. Ja, wir sind kein Showkampf. Lass mich erstmal ausreden. Aber Hamid, lass mich doch mal ausreden. Aber wir verdienen mehr als aber jeder Profikämpfer. Das heißt, ich kann doch wenigstens Aber guck mal, hör mal zu, Hamid. Es sind 50 Hand- oder mehrere Handtücher, die haben doch versucht zu trocknen. Nein, er hat nur mit Füßen versucht. Ein einziger Handtuch ist gekommen und er hat meine Schuhe sauber gemacht. Aber ist auch egal. Die ganze Zeit vor dir waren 10 Kämpfe. Er hat die ganze Zeit den Boden gewischt, obwohl er das nicht machen konnte. Rede, hör mal zu, rede wirklich. Ich verstehe, du bist ausgewischt. Bei deinem Kampf. Er hat deine Füße sogar abgewischt. Deine Füße. Der ganze Ring wurde nicht gewischt, Mama. Aber guck mal, eine andere Frage. Hatte aber Hamza dieselben Verhältnisse wie du, ja oder nein? Er hatte Ringerschuhe. Was hat er? Er hatte Ringerschuhe. Ach, jetzt legst du an die Schuhe. Ja, die haben eine bessere Standfestigkeit. Aber nochmal, Hamid, ich sage dir doch, du bist ausgerutscht. Ein Blinder sieht das. Du bist viermal ausgerutscht. Warum sagt man, dass der Kampf fair war? Das verstehe ich nicht. Nochmal. Wenn du da bist, siehst, wenn du dann in Zeitlupe siehst, ja, weil es aufgenommen wurde, sieht man, dass du wie so ein Schlittschuhfahrer ausgerutscht bist, weil das rutschig war. Ja. Aber dann sag doch, weißt du was, guckt euch das, ich bin ausgerutscht. Ja, von mir aus, du hast gewonnen, ich bin kein schlechter Verlierer. Aber ich bin kein schlechter Verlierer, aber ich bin ausgerutscht, das heißt, es war kein fairer Kampf. Das ist doch in Ordnung. Aber weißt du, was du machst? Du gehst auf Hamid Limo los, scheiß auf die. Das ist Hype, was du da machst. Ich kenne dich nicht so. Das ist Hype. Weißt du, was Hype ist? Das ist Hype. Ja, schlecht reden. Weißt du, was Hype ist? Dass ihr live geht und so redet, als ob es ein ganz normaler Kampf gewesen wäre. Das ist Hype. Aber ich komme doch jetzt gerade rein und sage, ich habe es analysiert. Man sieht, du bist so ein Ich habe es analysiert und du bist mehrmals ausgerutscht. Und nur zu deiner Information, ja, ist mein Yasser. Bevor der Kampf losgegangen ist, hat mich Barello gefragt. Ich bin, habe gesagt, ich mache beide, aber ich glaube, Hamza gewinnt. Das ist meine Meinung. Ja. Und nicht, um dich zu dissen. Das ist meine Meinung. Okay? Meine Meinung und ich stand im Ring und ich hätte nicht verloren. Ich bin mir sicher. Aber mir privat hast du gesagt, ich finde Hamid eh komisch und so, deswegen. Also. Was? Ich sage dir ganz ehrlich, ja. Weil ich komplett im Hintergrund alles weiß und wie es passiert ist. Ich sage dir ganz ehrlich, die haben Hamid Limo seinen Kopf vergewaltigt. Er war ein Babysitter, er war ein Vater, er war eine Mutter. Und ganz ehrlich, Wallahi, seid nicht so undankbar. Und die Leute, die dich anrufen, das ist Undankbarkeit. Wallahi. Alter. Und Barello, dass du deine Show hier spielen willst, ja, du sei ganz ehrlich, du bist nicht mal gekommen. Also, verstehst du? Ich bin nur deswegen gekommen. Wallah. Weißt du, was cool wäre? Hättest du gesagt, gut, ich habe verloren, jeder kann verlieren. So hättest du Größe gezeigt. Warum hast du in diesem Moment nicht gesagt? Ich sage dir von mir, so hättest du in meinen Augen, Wallahi, Größe gezeigt. Weißt du warum? Verlieren ist nicht schlimm. Verlieren zeigt dir, ja, dass du nächstes Mal härter trainierst. Aber Hamid, du hast genug trainiert. Du könntest niemals K.O. gehen. Habibi, ein Mike Tyson hat verloren, ein Mohamed Ali hat verloren. Ich weiß, dass ich verloren habe. Das ist so schlimm zu verlieren. Ich habe aber nicht verloren, weil ich nicht trainiert habe. Das ist es. Richtig. Bruder, du hast verloren, weil du nicht boxen kannst. Du kannst nicht boxen. Warum sagst du nur, dass ich nicht boxen kann? Hamid. Ich kenne mich da ein bisschen aus. Guck mal. Okay, ich kann nicht boxen, aber für Abu Hamza hätte es gereicht. Glaub mir, es hätte gereicht. Für Abu Hamza hätte mein Boxen gereicht. Hör zu, du verwechselst etwas. Ein Straßenkampf. Ja, ihr habt Abu Hamza zu Mike Tyson gemacht. Ich küsse euch. Nein. Ja, Sir. Abu Hamza ist nicht mehr Abu Hamza. Tyson Hamza nennt ich ihn.
Er hat gewonnen. Okay. Mein Name ist, hast du Nino und Atlantix gesehen? Atlantix ist dreimal ausgerutscht. Aber weißt du was? Er hatte die Größe gesagt, er hat gewonnen. Er ist sogar mehrmals ausgerutscht. Mehrmals. Oh. Ich war genau am Musik vergleichen. Das kann man aber nicht vergleichen. Das kann man nicht vergleichen. Nein, nein. Was er gesagt hat? Hamid ist Schwergewicht und er war der letzte Kampf. Da wurde komplett. Schwergewicht, keine Kampferfahrung. Man hätte eingreifen müssen. Bloß dein letzter Kampf warst du, der letzte Kampf, da wurde komplett nass bis zum geht nicht mehr. Plus deine Schuhe waren katastrophal, habe ich gesehen. Hamid, ich gebe dir einen Tipp. Hör nicht auf Barello, hör nicht auf ihn. Ich höre auf meinen eigenen Verstand. Ich sage dir nochmal. Und du meintest, das war ein fairer Kampf, subhanallah. Arafat hat ein gutes Beispiel gemacht. Atlantis ist mehr als 10-mal, ich war genau oben im Ring. Er hat, weißt du, was er gemacht hat? Sportlich, du hast gewonnen, Salam alaikum. Ist doch okay, forder ihn, mach doch eine Revanche. Komm später, teste vorher den Ring, mach doch. Das ist doch nicht so schlimm. Hamid, mein Bruder hat gesagt, das werde ich machen. Sportlich, deswegen kamen 40 Leute da rein. Hamid, hör mal zu. Er hat doch gerade gesagt, hör nicht auf Barello, wa? Wenn du Allah liebst, hör auf ihn. Barello ist sein Content so, hör auf ihn. Nein! Ich höre auf niemanden. Ich habe Alhamdulillah einen guten Menschen. Und ich rede nicht gegen was jemanden. Warte mal, und ganz ehrlich, Hamid, ich sage dir ganz ehrlich, alles, was du gesagt hast, kann ich von deiner Sicht nachvollziehen. Ich bin auch gut. Aber ganz ehrlich, dass du auf Hamid Limmer bist. Das lassen! Und ihn schlecht machst, das ist Hype. Sag ich dir ganz ehrlich. Ich habe gesagt, ich greife keine Person. Hast du aber gemacht? Es geht nur um die Veranstaltung. Warte, irgendwelche Hampelmänner im wahrsten Sinne haben dich angerufen. Okay? Hey, sag denen, Hamid, weißt du, was hier bei dir getan hast? Dann kriegen sie ihr Geld. Okay? Hamid, du hast die ganze Zeit gebracht. Du hast es ja gerade erklärt, Arafat. Jetzt wissen die Leute, was. Jetzt verstehst du es, ja? Aber ich sag dir ganz ehrlich, ich habe Hamid gesehen, 3 Tage vorher, er hat seinen Arsch aufgerissen. Ich will dir was sagen. Ich bin sogar kritisch und habe ihn unterstützt. Du halt die Klappe. Okay? Und das ist Hype, dass man ihm irgendwas unterstellt. Und dass man sagt, er ist abgehauen, er ist nirgends. Jeden Cent. Jeder kriegt jeden Cent. Weißt du, was er gesagt hat? Vor Allah, ich werde gerade stehen. Das ist das Wichtigste. Los, Hamid, eine Sache hast du nicht erwähnt. Der andere war auf. Du warst nicht drauf. Ist egal, soll er sein. Das hat ihm nichts gebracht. Abu Hamza nimmt keine Drogen. Da bin ich, lege meine Hand ins Feuer für Abu Hamza. Los, Hamid! Du hast Lego gehalten, du wolltest die ganze Zeit weiterarbeiten nach hinten. Ihr seid ja sehr gut geworden mit Abu Hamza. Hamid, ich bin auch gut mit dir. Denkst du, ich hab was gegen dich? Ich rede die Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass es ein unfairer Kampf war und du sagst, dass er fair gewesen ist. Das ist die Wahrheit, Bruder. Ich bin die Wahrheit, Bruder. Wir streiten uns doch nicht. Guck mal, das ist dasselbe, ob du gegen eine Wand redest. Hamid, forder ihn raus, Rückkampf und alles gut. Das sowieso, aber ich meine, dass ich mit Yasser rede und er sagt zu mir, es war ein fairer Kampf, du hast verloren. Ja, ich hab verloren, aber es war kein fairer Kampf. Hamid, guck mal, ich sag dir nochmal. Ich stand hier genau neben euch. Neben euch stand ich. Ja. Hör doch mal zu. Ja. Du bist, guck mal, ich sag dir, warum du gefallen bist. Ja. Abu Hamza stand seine beiden Beine so. Immer wo Abu Hamza geschlagen hat, bist du nach hinten gesprungen. Deswegen bist du umgefallen. Ausgerutscht und umgefallen. Ich bin nicht gesprungen. Ich habe mich nach hinten gelehnt. Und wegen dem Lehnen bin ich... Soll ich keine Bewegung machen beim Boxen? Nein, nein, natürlich sollst du eine Bewegung machen. Wenn ich jetzt auf der Wiese gekämpft hätte oder in einem Boxring, denkst du, ich wäre runtergefallen? Warte, ich geb's dir anders. Du hast verloren, fordere ihn nochmal heraus, teste den Ring, teste die Schuhe und dann zeig nochmal. Ganz einfach. Aber das war's doch. Und du, ganz ehrlich, Hamid, hör auf, Scheiße zu labern über Hamid Limo und der Veranstaltung. Meinst du ernst? Über die Veranstaltung sage ich das, was ich gesehen habe. Und Mensch, die Veranstaltung. Was hast du denn gesehen? Was? Du hast gesehen, dass du ausgerutscht bist. Das hast du gesehen, mehr hast du nicht gesehen. Und das darüber rede ich auch die ganze Zeit. Ja, aber die Veranstaltung, du hast dein Geld bekommen, die haben sich respektiert. Ich habe mein Geld bekommen und du hast gerade schon aufgeklärt, dass, warum die anderen noch nicht ihr Geld bekommen haben. Das hast du jetzt auch nicht mehr. So sieht's aus. Ich habe es heute gesagt.
Das ist alles. Ganz einfaches Spiel. Weißt du, immer hinter den Kulissen, der hat mich bezahlt. Alter, und die verstehen nicht. Der eine sagt, was habe ich mit Steuern? Alter, ihr lebt hier in Deutschland. Rechnung schreiben, kriegt ihr Geld. Tschüss. Außer Barello. Die 3049 hat er keine Rechnung bekommen. War nur geschrieben. Hamid, ja. Ich finde scheiße, dass dein Hack weggenommen wird, ja? Sag ich ehrlich, ohne Witz. Und, aber warum ist der andere unter 60.000 minus? Das ist wirklich... nein, Barello, alles gut. Was denn, Hamid? Warum lachst du wieder? Guck mal, ihr nehmt sowieso eh alles Maschera und 160. Ich kann dir das sogar aufziehen. Wallah. Weißt du, was ich ihnen gesagt habe? Ich habe ihnen empfohlen, das nein, okay, er hatte diese Ausgabe. Aber er hat doch auch was verdient. Er hat doch was verdient. Ist doch alles gut. Was hat er denn verdient? Erzähl mal, was hat er denn verdient? Wie viele Tickets sind denn verkauft worden? Frag ihn, ich habe die Liste leider nicht. Ja, Ami, das gehört doch alles nicht hier rein. Ich verstehe ja, dann. Bist du sein Buchhalter? Guck mal, auf, ich will dir mal was sagen. Guck mal, hör zu, er hat 1 Milliarde Euro gemacht. Hast du dein Geld bekommen? Ich habe mein Geld bekommen, aber ich war guck mal, ich will dir was zeigen. Er hat bestimmt kein Minus gemacht, hat er den Kampf gesehen. Hamid, ich will dir gerne was zeigen, ja? Da bist du aber nicht ausgerutscht. Guck. Ja, genau. Ich drehe die Kamera um, ja? Zeig. Wallah, ich erzähle die Wahrheit. Hamid, lass mich reden. Ich höre dir auf alles. Ich bin bei jedem, wo ich auf dem Boden war, ausgerutscht. Weil. Warte doch mal. Wie kann ich die Kamera umdrehen, Barello? Bei 3 Punkte unten. 3 Punkte unten. Dann Kamera wechseln. Rechts. Kamera wechseln. Okay. Ja, ich habe gerade gesehen. Ja, jetzt. Und jetzt ist die ganze Wahrheit, ja? Gibt es kein Lügen mehr. Okay? Ja, zeig mal her. Warte doch, mein Bruder. Zeig mal her. Guck. Warte. Okay, seid ihr bereit? Ja, bitte. Ja. Es sind 7.000 Zuschauer und sagt mal eure Meinung. Ja. Ey, das steht los und so, da können wir ja nichts sehen. Guck. Ey, natürlich nicht ausgerutscht. Die Beine gehen hoch. Da bin ich ausgerutscht. Natürlich ausgerutscht. Ich habe die Deckung gemacht. Der Schlag ist in die Deckung gegangen. Ja, guck doch mal hin. Hä? Guck mal, wie die Beine hochgehen. Ich bin ausgerutscht. Wallah, da bist du. Du bist vielleicht ausgerutscht, aber da bist du nicht ausgerutscht. Aber die Nummer wurde geleakt. Oh, ausgerutscht. Die Nummer wurde geleakt, du Idiot. Von wem war die Nummer? Von wem war die Nummer? Scheiße. Von wem war die? Bruder, ich habe aus Versehen was gezeigt und jetzt wurde deine Nummer geleakt. Blockier mal bitte alle. Scheiße. Ich habe nicht drauf geachtet. Blockiert 40.000 Menschen. Und du musst es unbedingt erwähnen, war du. Oh mein Gott, das ist mein Humor. Ja, inshallah, mehrere Kämpfe so. Weißt du, was es gerade war? Hier. Was? Dings, wie heißt das? Ich guck's mir nochmal an, warte mal ganz kurz. Aber lenkt dein Video geschickt. Warte. Ups, Allah, du bist nicht ausgerutscht, okay? In diesem Fall. Ja, ich bin ausgerutscht, warum? Guck das mal bitte von einer anderen Perspektive an. Ich Hamid, du bist echt ein so schlechter Verlierer. Wallah, ich hätte niemals gedacht, dass du so ein schlechter Verlierer bist. Wallah, das ist richtig peinlich von dir, dass du sagst, dass du mal irgendwas mit Boxen zu tun gehabt hast. Warte, ganz kurz, Hamid. Barello, halt mal kurz die Maul. Mit Boxen hast du wirklich nichts zu tun. Reden wir mal Tacheles. Ich hab nichts mit Boxen zu tun. Ja. Aber womit ich zu tun habe, ist mit Recht. Und ich weiß, dass ich ausgerutscht bin. Ja? Nicht eure Füße standen, meine Füße dieses standen. Recht, dieses Recht werde ich dir nicht wegnehmen. Du hast, ich gebe dir auch zu 80%, was Rutschen angeht, Recht. Jeder der Rose schickt bloß weg. Man muss auch Recht sprechen, du bist gerutscht. Bin ich angeklingelt damit. Du bist gerutscht. Bin ich angeklingelt gewesen? Was? Hallo. Bin ich angeklingelt gewesen? Nein, du hast zuletzt, ich sage dir, du hast aufgegeben vor Wut, weil du nur gerutscht bist. Ja. Weil? Das sagt doch keiner was. Ich rutsche aus und der Schiedsrichter kommt zu mir und zählt mich an. Mit der Veranstaltung. Sag einfach, der Boden verschwindet. Das heißt, ich habe schon 2-mal Knockdown in der Punkterichterzählung, 2 Knockdowns drinnen. Was ist das? Bruder, darf ich einen Witz machen? Was? Carlo! Verstehst du Spaß oder verstehst du keinen Spaß?
Ja, ist kein Problem. Du kannst ruhig diese Rutsch-Wischmob-Geschichte sagen. Autobillah würde ich niemals machen. Kennst du am Ende des Jahres, sagt man immer, guten Rutsch? Ja. Lach mal, nimm ein bisschen Humor. Wallah, nimm es ein bisschen mit Humor. Wallah, ja. Hamid, mein Scherz. Aber wie kann er das mit Humor nehmen, wenn sein Hand weggenommen wurde? Wallah, kann das nicht. Aber Mann, das habe ich gerade zum 100.000. Mal gelesen. Bruder, nimm es mit Humor. Reg dich nicht auf. Ist so. Ich reg mich nur auf. Das Bruder, Rückkampf kannst du alles beweisen. Ich mach den Rückkampf, das steht außer Frage. Ich will nur sagen, dass man nicht sagen kann, es war ein fairer Kampf. Und kommt mir nicht mit, er war boxerisch überlegen, und dies und das. Er hat keine Ahnung vom Boxen. Hör zu, wenn man das analysiert im Nachhinein ist der Boden rutschig und nicht fair. Ich sag dir, was du machen musstest. Guck mal, wie Abu Hamza geboxt hat. Er hat nur mit der Rechten geschlagen. Und jetzt? Du hättest nur diese Deckung und zurückschlagen müssen. Darüber. Hab ich doch. Guck doch den Replay an. Er hatte keine Wintergummi. Guck den Replay an. Hast du nicht? Guck den Replay an. Hier war die Deckung. Hier war die Deckung und der ist gekommen. Hier war die Deckung und der ist gekommen. Guck den Replay an. Aber Ahmed ist nach hinten gegangen, weil so kämpft ein Kämpfer, springt nach hinten. Deswegen, aber dann ist er ausgerutscht. Und was ist passiert? Nachdem er zwei Schläge gemacht hat? Schlittschuh. Was ich dir sage nur, es ist unfair und gleichzeitig fair, weil ihr dieselben Verhältnisse hattet. Das wollte ich dir sagen. Ja, aber nicht. Er kam damit klar und du nicht. Egal, ja. Verstehst du? Er konnte driften und du konntest nicht driften. Was? Driften, also wenn man ausrutscht, kriegt man es wieder hin und du kamst nicht klar damit. Genau, ich kam nicht klar damit. Ich habe mich auch nicht auf Ausrutschen hier vorbereitet. Nein, aber es ist in Ordnung, wenn man wirklich fair ist, guckt man sich den Kampf an einer Stelle, klar, dass er dir angriffsmäßig überlegen war, aber du bist ausgerutscht. Ich sag euch eine Sache, wäre ich nicht ausgerutscht, er wäre schlafen gegangen. Boah! Nächstes Mal. Warum? Nein, ich sag euch auch warum. Reden ist Silber, Schweigen ist Schläge in die Deckung. Tun nicht. Die tun nicht. Aber weißt du, was weh tut? Wenn jemand eine offene Deckung hat und dann eine hier hinkriegt. Und das war bei ihm, hätte ich locker machen können, wäre ich nicht die ganze Zeit so und so und so gewesen. Aber sieh doch, guck mal, du musst es aus anderen Sichten sehen. Erstens, du hast abgenommen. Das war dein größter Fehler. Da verlierst du Kraft. Zweitens, hör zu, eine Erfahrung mehr. Also machst du das nächste Mal anders. So musst du sehen. Was soll ich anders machen? Ich verstehe nicht, was ihr mit mir redet. Wallah. Was soll ich denn anders machen, wenn ich keine Chance habe? Ich mache Maske auf dich. Warte, Verlierer macht Schattenboxen. Ich nehme jeden den Schattenboxen auseinander. Im Schattenboxen, da gibt es keine Gegenwehr. Ja. Ja. Im Schattenboxen ist auch nicht mehr. Schattenboxen. Keiner kann Barello was im Schattenboxen. Keiner. Auch beim Boxen, weißt du, wie gut ich geworden bin? Aber Bruder, lass uns doch beim Schattenboxen bleiben. Guck mal, er macht Maskara auf dich. Also bleib bei Schattenboxen, weil Boxen auf kannst dich, du nicht. Auf dich. Ich mach auf niemand Maskara. Hamid, wie gesagt, du kannst uns bestellen für den Ring, aber den Rest, okay? Ich wünsche euch alles Gute. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam. Du bist mein Bruder, bleibst mein Bruder. Und inshallah kommst du stärker zurück. Und nächstes Mal, wenn du kämpfst, ich mach dir extra. Guck mal, das bedeutet, er ist schwach. Er muss stärker. Winterbelag, dass du gar nicht mehr rutscht. Nein, nächstes Mal hol auf Wiese. Inshallah, Bruder. Salam. Salam, Yasser. Salam, Barello. Hol mal Jenkins rein. Hamid, ich wusste nicht, dass du so ein schlechter Verlierer bist, Wallah. Ja. Wallah, das ist etwas richtig unfair von dir. Leute, ja.